Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Vorlesung Big Data Engineering, heute NSA Teil 1. Mein Name ist Jens Dittrich, ich bin von der Universität des Saarlandes. Und was wir die nächsten zwei Wochen machen, ist wieder entlang unserer Struktur, die wir auch die letzten beiden Wochen schon gemacht hatten. Das heißt, wir werden uns eine konkrete Anwendung angucken, in diesem Fall die NSA. Dann werde ich ein bisschen was dazu erzählen, was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter. Dann schauen wir uns Grundlagen an und am Schluss machen wir den Transfer auf die konkrete Anwendung. Wir werden uns heute relativ stark auf die technischen Aspekte fokussieren. Nächste Woche, Donnerstag, geht es dann mehr um die ethischen Probleme und um das Buch, das dahinter liegt, werde ich gleich noch was zu sagen. Also, heute geht es um die NSA, um Snowden, um die Spionageaffäre. Ich gebe eine kurze Einführung. Ich habe Ihnen relativ viele Links zum Weiterlesen auf die Folien gepackt. Die Folien können Sie, wie gesagt, bereits schon runterladen über unser CMS. Der Link ist unter dem Livestream. Was ist die NSA? Das ist der größte Auslandsgeheimdienst der USA, wurde 1945 von Truman gegründet, hat ungefähr 40.000 Mitarbeiter, so ganz genau weiß man das nicht. Vieles davon sind Schätzungen, insbesondere auch das Budget. Also 10,8 Milliarden ist so eine Zahl, die da rumgeistert, aber die genauen Angaben sind geheim. Wenn Sie sich da ein bisschen reinlesen wollen, ein guter Startpunkt ist natürlich hier die Wikipedia. Es gibt aber noch viele andere tolle Dokumente darüber, auch dank Snowden, kommen wir gleich zu. Ja, es gibt natürlich vergleichbare Dienste in anderen Ländern, also zum Beispiel in Großbritannien den GCHQ, Government Communications Headquarters. Die haben ein paar weniger Mitarbeiter, 5.000 nur, 2,6 Milliarden Pfund. Auch hier der Link zu Wikipedia. In Deutschland gibt es den Bundesnachrichtendienst mit ca. 1 Milliarde Euro Budget. Und vor ein paar Tagen nur gab es auch ein Urteil dazu vom Bundesverfassungsgericht, was gesagt hat, die Internetüberwachung des Bundesnachrichtendienst ist in heutiger Form verfassungswidrig. Können Sie gerne mal reinlesen. Ich habe hier einen Artikel von Spiegel Online verlinkt, aber auch die Pressemeldung des Bundesverfassungsgerichts. Und zu Zeiten der DDR gab es natürlich ähnliche Dienste. Das war die Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit. Und das wurde natürlich im großen Stil gegen die Bürger damals genutzt in der DDR und hatte natürlich viel analogere Methoden, als wir das heute zur Verfügung haben mit diesen Nachrichtendiensten. Ja, was sind die Aufgaben von diesen Geheimdiensten, Nachrichtendiensten, die überwachen und dechiffrieren die weltweite Kommunikation? Früher war das halt Telefon, heute ist das alles, was über das Internet geht. Ist auch eng verbandelt mit Wirtschaftsspionage. Wie gesagt, man weiß immer nicht so genau, wer was da ausspioniert, aber das Risiko ist bei solchen Diensten immer da. Ein auch wirklich genanntes Ziel von diesen Diensten ist immer das frühzeitige Erkennen von Gefahrenlagen. Und damit ist das insbesondere auch in den USA Teil der Kriegsführung. Also die NSA ist unter Aufsicht des Verteidigungsministeriums in den USA. Das sagt schon ein bisschen, in welcher Ecke das ist. Und die Daten, die da erhoben werden durch die NSA, werden natürlich auch genutzt für Verteidigung, wie man so schön, Verteidigungszwecke. Ja, und was die so alles ganz genau machen, ist natürlich geheim. Das weiß man halt meist nur von Whistleblowern oder ja, vom Hörensagen, was da so genau passiert. Ja, und ein Whistleblower, der sehr bekannt geworden ist im Jahr 2013, haben Sie hoffentlich alle schon mal von gehört, ist Edward Snowden. Und wichtig zu verstehen ist, Edward Snowden war nicht der Erste. Also Edward Snowden war ein Administrator von einer externen Firma, der aber Zugriff hatte auf große Bereiche der Daten der NSA. Und diese Daten hat er dann heimlich abgespeichert und mitgenommen und einem Journalisten übergeben, der die dann scheibchenweise veröffentlicht hat. Und als diese Affäre losging im Mai 2013, hörte sich das so ein bisschen so an, als wäre er der Erste gewesen. Das ist aber totaler Quatsch. Es gab ganz viele Whistleblower schon vorher, die immer ähnliche Geschichten erzählt haben. Also ein Whistleblower, blow the whistle, also die in die Pfeife blasen, ja, die Trillerpfeife blasen, heißt, ich will auf irgendwas aufmerksam machen. Ich will sagen, hey Leute, da läuft was falsch. Daher kommt dieser Begriff Whistleblower. Und ja, der letzte Whistleblower im Kontext der NSA war halt Edward Snowden. Und ab Juni 2013 ging das dann los, dass er nach und nach, dass diese Dokumente öffentlich wurden. Das hat nicht er gemacht, das hat ein Journalist gemacht, der die ganzen Dokumente von Snowden bekommen hat. Hier auch nochmal der Link dazu und auch nochmal der Link zu anderen Whistleblowern. In der Geschichte der NSA, das war schon 50er, 60er Jahre, gab es immer wieder Berichte über die Sachen, die da passieren. Und natürlich haben sich Sachen verändert im Laufe der Jahre. Die Überwachung durch die NSA hat ein
ganz anderes Ausmaß angenommen, aber prinzipiell haben die alle dasselbe erzählt. Ja, dann kann man sich fragen, was wird denn eigentlich überwacht? Die Antwort ist einfach, im Grunde alles. Ja? Also Telefongespräche werden aufgezeichnet, auch Audioaufzeichnungen der letzten 30 Tage. Das war etwas, was mich persönlich sehr überrascht hat, dass es überhaupt geht von der Skala her, aber es geht. Also wenn Sie wissen wollen, Person X hat mit Person Y vor 17 Tagen telefoniert, was haben die dann geredet? Ja, dann kann die NSA, dann können auch andere Geheimdienste einfach nochmal dieses Audio abspielen für alle Telefongespräche, die auf der Welt passieren und nicht Ende zu Ende verschlüsselt waren. Also beeindruckend, technisch beeindruckend, aber auch natürlich beängstigend. Also wenn Sie wissen wollen, wer was mit wem gesprochen hat, kein Problem. Natürlich E-Mails, Chats, Bulletin Boards, das ist nur Text, das kann man relativ leicht überwachen, das sind nicht so viele Daten, die da anfallen, Cloud-Dienste und so weiter und so fort. Und das ist keine wilde Verschwörungstheorie, was ich hier erzähle, das ist alles sehr gut belegt. Das können Sie hier zum Beispiel sehen, die NSA-Files ist ein guter Startpunkt im Guardian. Ich mache das hier im falschen Browser auf, jetzt mal kurz hier rüber. Das ist eine relativ alte Webseite von 2013, da wird das nochmal alles auseinandergedröselt, was da passiert ist. Es gibt unendlich viel Material, das Sie lesen können zu diesem ganzen Themenkomplex. Ist sehr spannend, da mal reinzulesen. Genau, ich habe auch vor längerer Zeit mein 2013-14 Video dazu gemacht im Rahmen von der Vorlesung, können Sie auch gerne reingucken, das ist so eine High-Level-Zusammenfassung, in denen ich Daten mit Uran vergleiche und nicht mit Erdöl. Man sagt immer, Daten ist das neue Erdöl. Nee, ich würde eher sagen, Daten ist das neue Uran. Und in dem Video erkläre ich auch, warum. Ja, und das Problem von all diesen Sachen ist, dass wir haben halt aus guten Gründen ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz verbirgt eigentlich das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Und zum Fernmeldegeheimnis gehört heute auch das Internet. Ja, früher hat man das Fernmeldegeheimnis genannt. Da gab es noch kein Internet, als das Grundgesetz geschaffen wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber was diese Affäre gezeigt hat seit 2013, ist, dass der Grundgesetz Artikel 10 faktisch außer Kraft ist. Und wo ich heute darüber reden möchte und die nächsten Wochen auch, das sind die sogenannten Metadaten. Was sind Metadaten? Metadaten sind Daten, die Merkmale über andere Daten enthalten. Was heißt das? Wer hat mit wem telefoniert? Nicht den konkreten Inhalt des Gesprächs, sondern ich will wissen, die Telefonnummer X hat ein Gespräch geführt mit Telefonnummer Y am 27.11.2011 und das hat 15 Minuten gedauert. Das sind Metadaten, also Daten über dieses Telefongespräch. Wer hat welches E-Book gekauft? Nicht, was steht in dem Buch drin, sondern wer hat das Ding gekauft? Vielleicht auch noch wo, in welchem Laden, womit hat er bezahlt? Das sind alles Metadaten. Wer hat welchen Song gehört, Film gesehen, nicht den Inhalt. Wer hat wann was gekauft und so weiter und so fort. Das sind die Daten, die wir uns, diese Metadaten, die wir uns angucken, dieser Vorlesung, nicht die Inhalte. Und da gibt es einen berühmten Ausspruch zu von Michael Hayden, der war NSA-Direktor. Hier ist auch die Quelle verlinkt, wo er gesagt hat, we kill people based on metadata. Ja, also diese Metadaten sind extrem wertvoll, da kann man extrem wichtige Informationen rausziehen und ich werde Ihnen genau zeigen, warum das so ist und warum das so gefährlich ist im Kontext von Big Data und da werden wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Ja, diese Vorlesung heute und nächste Woche basiert auf einem Buch von Andreas Eschbach, das heißt Nationales Sicherheitsamt, kurz NSA oder NSA, natürlich eine Anspielung an die NSA in den USA. Und die Buchidee ist brillant, geht nämlich so, stellen Sie sich vor, die Computertechnologie hätte sich 70 Jahre eher entwickelt. Das heißt, in der Weimarer Republik gab es bereits Computer, wirklich mit K, also es gibt dann in dem Buch auch, ja, wenn die Sachen vielleicht in Deutschland erfunden wurden, dann hatten sie vielleicht sehr deutsche Namen, ja, nicht mit C, sondern mit K. Es gibt nicht das Internet, sondern das Weltnetz und auch mobile Volkstelefone, die Smartphones. Und es gibt umfangreiche Datensammlungen. Und dieser Datenschatz fällt dann den Nazis in die Hände. Und was hätte das für Auswirkungen gehabt? Und das Buch erklärt das im Detail, auch vermischt dann historische Gegebenheiten mit dieser Fiktion, dass es Computertechnologie schon gegeben hätte zu diesem Zeitpunkt. Und die Buchidee ist brillant und das Ganze ist genial umgesetzt. Und aus Sicht von Datenbanktechnologie, das beste Buch überhaupt, was ich je gesehen habe, was es so konkret beschreibt, was man machen kann. Also es geht bis hin zu der sogenannten strukturierten Abfragesprache. Das ist der technische Hintergrund, den wir uns heute angucken wollen in dieser Vorlesung. Und das ist in dem Buch zu 95% korrekt beschrieben. Also es sind wirklich Feinheiten, die
das super Expertenwissen, die restlichen 5%, wo man darüber reden kann. Aber das spielt keine Rolle für sie. Ja, es ist wirklich ganz toll beschrieben. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Danach verstehen Sie, was das Problem mit Big Data ist. Ja, und noch hier mal ein Zitat dazu. Das ist von Adam Mack, das ist der fiktive Leiter des Nationalen Sicherheitsamtes in dem Buch. Die eigentliche Macht liegt in der Möglichkeit, für sich genommen scheinbar harmlose Daten mit Hilfe des Computers auf eine Weise zu verknüpfen, die zu ungeahnten Einsichten führt. Das ist das Problem von Big Data. Also ich nenne das auch die Big Data Arithmetik, das heißt, Sie führen irgendwelche Datensätze zusammen, die komplett harmlos aussehen, und auf einmal gewinnen Sie dadurch Einsichten, mit denen Sie niemals gerechnet haben und die Sie auch nur sehr schwer vorhersagen können. Also Sie addieren Äpfel und Birnen und bekommen Goldbarren raus. Das ist das Problem von Big Data und darum geht es in diesem Buch. Ja, hier nochmal, das ist ein Ausschnitt aus dem Buch, was ich kopiert habe. Also im Buch werden wirklich Anfragen auch gezeigt. Das ist das, was wir heute technisch angucken wollen. Das ist eine sogenannte Abfragesprache, heißt in dem Buch SAS. In der Realität heißt die SQL und die sieht ein bisschen anders aus als die echte Sprache, aber die Statements sind korrekt. Ja. Sie können im Grunde die Statements aus dem Buch nehmen und direkt umsetzen. Das haben wir übrigens gemacht und zeigen wir nächste Woche, wie das geht. Also wir haben das erste Szenario, was im Buch beschrieben ist, komplett implementiert und simuliert. Und das werden wir nächste Woche zeigen. Ja, aber heute erstmal müssen wir angucken, was sind denn überhaupt die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter? Also erste Frage ist, wie stellen wir überhaupt komplexe Anfragen an Daten? Das haben wir letzte Woche schon gemacht mit der sogenannten relationalen Algebra. Und da hatte ich Ihnen am Schluss die Folie gezeigt und gesagt, ja, ist ja alles schön und gut mit der relationalen Algebra, aber ist halt auch ein bisschen sperrig. Ist manchmal schwer zu lesen, die relationale Algebra. Wir brauchen noch irgendwie eine andere Sprache. Und diese andere Sprache machen wir heute. Nächste Woche dann Frage Nummer 2. Welche ethischen Probleme entstehen durch diese Anfragen und wie gehen wir damit um? Und da werde ich ein paar Sachen aus dem Buch übernehmen. Da sind viele Sachen schon geklärt, wie man solche Problematiken bekämpft. Aber ich werde auch noch ein paar andere Anregungen geben, was man noch machen könnte. Ja. Genau, und dieser Block 3, also dieser dritte Teil, den wir heute angucken, wir werden Folien angucken heute, aber auch wieder Notebooks machen, wie wir das letzte Woche schon gemacht haben. Genau, und damit kommen wir zu SQL. SQL oder Structured Query Language ist der weltweite Standard für Datenbankanfragen und Datenbankmanipulationen. Und von der Idee her ist das eine Datentransformationssprache. Das ist ganz wichtig, habe ich hier nochmal fett gedruckt, weil das viele missverstehen. Das heißt, was ich habe, ist, ich habe eine Menge von Eingaberelationen, die umgangssprachlich dann auch Tabellen genannt werden können. Und diese Eingaberelationen kann ich auf sehr vielfältige Weise in eine Ausgaberelation transformieren. Also das ist ähnlich wie bei der relationalen Algebra. Sie haben 1, 2, 3, 4 oder beliebig viele Eingaberelationen und eine Ausgaberelation. Genau das macht SQL. Und die Stärke von SQL ist jetzt, dass das Ganze deklarativ ist. Das heißt, wir werden im Folgenden immer beschreiben, was wir haben wollen. Wir wollen dem System beschreiben, wie sieht denn das Ergebnis aus? Wie sieht die Ergebnisrelation aus? Was für Eigenschaften hat die? Und ich sage zu keinem Zeitpunkt, wie das berechnet werden soll. Und das ist eine der größten Stärken von SQL, weil das auch bedeutet, egal wie groß die Datenbank ist, ob sie klein ist oder ob sie riesig, gigantisch groß ist und so groß ist wie das ganze Universum, es ist immer das gleiche SQL-Statement. Immer dasselbe SQL-Statement. Die Optimierung und Ausführung passiert auf einer anderen Ebene. Ja, SQL ist sehr mächtig, es ist Turing-complete mit ein paar Tricks. Es gibt verschiedene Standards dazu. Also wir gucken eigentlich nur SQL 92 an, uralter Standard, der für vieles ausreicht. Es gibt aber unendlich viele Erweiterungen. Also der letzte Standard ist 2019, da kann man im Grunde alles mitmachen. Es gibt prozedurale Erweiterungen, man kann also auch SQL sehr gut mischen mit Programmcode. Und es gibt auch Erweiterungen für andere Datenmodelle, also sowas wie JSON, die JavaScript, Object Notation, Objekte und so weiter und so fort. Und natürlich kann man SQL-Kommandos auch sehr leicht einbinden in Programmiersprachen. Jede Programmiersprache der Welt hat eine Anbindung an SQL. Ja, ich möchte, bevor ich Ihnen die Sprache selbst erkläre, kurz was sagen zu den häufigsten Fehlern im Umgang mit SQL. Und ich erzähle Ihnen das am Anfang, bevor ich Ihnen die Sprache selber erkläre, weil man immer wieder sieht, dass das Fehler sind, die ganz,
Das sind Missverständnisse, die im Kontext von SQL entstehen und die möchte ich gleich ausräumen. Also ich werde Ihnen diese Folien am Ende der Vorlesung nochmal zeigen, keine Angst, aber ich zeige es Ihnen jetzt schon mal, weil das so super wichtig ist. Ja? Und wahrscheinlich frage ich dazu auch in der Klausur. Also, ein Fehler ist, dass man SQL missversteht als eine Sprache für das Schreiben und Lesen einzelner Tupel. Ja, also das ist typischerweise etwas, was man sieht in Anwendungen, ja, dass SQL genommen wird, um einzelne Tupel zu schreiben. Das nennt man dann auch, damit es ein bisschen hübscher klingt, CRUD, Create, Read, Update, Delete. Das heißt, man benutzt SQL wie so ein tupelartiges Dateisystem. Ich will ein neues Tupel eintragen in die Relation, aha, dann trage ich ein neues Tupel ein. Ich will eins löschen, dann lösche ich es halt. Ja. Das kann man machen mit SQL, aber das ist ungefähr so, als würden Sie eine komplette Fabrikproduktionsstraße nur als Flaschenöffner benutzen. Ja, also es ist so ein winziger, also diese CRUD-Funktionalität, einzelne Tupel zu manipulieren und einzufügen, ist so ein super winziges Teilgebiet von SQL, ist komplett lächerlich, ja, SQL darauf zu reduzieren. Und damit nutzt man auch die wahren Stärken von SQL leider nicht. Und das hat dann in der Praxis, und das ist ein Software-Engineering-Argument, natürlich das Problem, wenn ich nur CRUD nutze gegen die Datenbank und alles andere selber nachimplementiere, dann kommen versteckte Kosten damit. Wenn ich jetzt irgendwas machen will, was nicht nur ein Tupel braucht, sondern 2, 3 oder 500 Millionen, muss ich das selber implementieren. Und dann habe ich diesen ganzen Code selber nachimplementiert mit allen Kosten. Also ich muss eine Qualitätssicherung machen, ich muss testen, ich muss mich um Bugfixes kümmern und so weiter und so fort. Also es ist kein sehr geschickter Ansatz, eine Datenbank nur so zu verwenden. Aber es gibt beliebig viele Firmen, die das machen. Das ist leider sehr, sehr oft gesehen. Ja, der zweite Fehler ist, das ist auch ein sehr lustiges Argument, SQL und insbesondere Joins sind langsam. Wie in der relationalen Algebra werden wir nachher sehen, gibt es in SQL natürlich auch Joins, diese Verbundoperationen, die wir letztes Mal schon hatten. Und dann kommt das Argument gerade aus der NoSQL-Community, falls Sie das vielleicht schon mal auf Heise gelesen haben. Es gibt Communities, die Datenbanksysteme relativ stark angreifen mit solchen Argumenten und sagen, ja nee, SQL ist ja langsam. Ja, ich nehme lieber irgendein anderes System, ich nehme Hadoop oder ich mache das alles selber. Und das ist kompletter Blödsinn, weil, was habe ich denn gerade gesagt, SQL sagt zu keinem Zeitpunkt, wie es berechnet wird. Das sagt nur, was berechnet wird. Ja? Also das sind völlig verschiedene Dimensionen, was das SQL-Statement beschreibt als Ergebnis und wie ich das berechne. Das sind zwei verschiedene Dimensionen. Und wenn man jetzt das Argument macht, SQL sei langsam, das ist kompletter Blödsinn semantisch, weil SQL hat nichts mit schnell oder langsam zu tun. SQL ist erstmal nur deklarativ. SQL sagt, ich will das haben. Und wie ich das dann berechne, da kann es dann natürlich zu Problemen kommen, ob es jetzt langsam oder schnell ausgeführt wird. Aber das ist eine ganz andere Dimension. Das heißt, dieser Satz macht aus Informatik-Sicht überhaupt keinen Sinn. Also das gilt insbesondere auch für Joins. Da werden wir noch drauf kommen. Also den Join, der langsam ist, den können Sie mir gerne mal zeigen. Also Joins sind gigantisch schnell. Da können Sie hunderte Millionen Tupel pro Sekunde joinen. Das ist kein Ding. Ja, und wir werden da auch noch reingucken im Detail, wie das funktioniert mit der Performance. Da gibt es übernächste Woche Vorlesungen zu und auch in der Stammvorlesung gucken wir ein bisschen rein, was da die maßgeblichen Faktoren sind. Ja, und dritter Fehler ist, was man auch sehr oft sieht, ist, dass behauptet wird, SQL könne nicht mit stärker strukturierten Daten wie JSON, Objekten oder Graphen umgehen. Und dann nimmt man lieber einen Key-Value-Store. Also ein Key-Value-Store ist einfach eine Art Datenstruktur, der es Ihnen erlaubt, zu einem Schlüssel einen Wert abzuspeichern. Also wenn Sie an die Python-Dictionaries denken, im Grunde so ein Python-Dictionary, so ein Wörterbuch, wie wir es hatten in dem Python-Crash-Kurs, nur in groß und verteilt auf mehrere Rechner, das ist ein Key-Value-Store. Und das ist leider auch ein Missverständnis. Dieser Satz ist richtig für SQL 92, aber seit SQL 99 nicht mehr. Ist der Satz komplett falsch, also seit 20 Jahren ist der falsch. Und das kann man dadurch erreichen, indem man die Domänen von Attributen, also sie ändern sich, jedes Attribut in so einer Relation hat ja einen Wertebereich und wir hatten Integer, String, was auch immer, das waren so atomare Typen, aber die können beliebig strukturiert sein in SQL. Also ich kann auch sagen, der Wertebereich eines Attributs ist ein JSON-Dokument als Beispiel. Ja, und dann steht ein beliebiges JSON-Dokument drin, mit dem ich alles Mögliche machen kann. Ja, das kam 2016 mit JSON. Vorher gab es Arrays, Nested Tables und so weiter und so fort. Wenn Sie das interessiert, gibt es ein sehr gutes Video von Markus Wienand. Das ist ein SQL
Consultant, der hat auch ein schönes Buch geschrieben zu diesen ganzen Performance-Fallstricken und Argumentationen, wenn Sie da reingucken wollen. Das ist ein kurzes Video, 20 Minuten. Das gibt Ihnen auch schon einen sehr tollen Einstieg dazu. Ja, also Message hier ist, seit SQL 92 ist viel passiert. In vielen Projekten wird aber nur SQL 92 benutzt und dadurch wird unfassbar viel Geld verschwendet. Also ich war selber vor längerer Zeit in der Industrie 2 Jahre und habe das da im großen Stil beobachten können, was da für Geld verbrannt wird. Also bei der Firma waren das sicherlich ein 3-stelliger Millionenbetrag pro Jahr, der verschwendet wurde, nur weil die Leute kein SQL verstanden haben. Also das muss man einfach wissen. Ja, und damit kommen wir zur Grundstruktur von einer SQL-Anfrage und ich werde das jetzt wieder parallel machen mit dem Notebook. Wir machen mal den Guardian hier zu. Es gibt wieder ein Notebook dazu, das können Sie von unserer GitHub-Seite runterladen, das ist auch unten verlinkt. Ja, und in dem Notebook werden Sie sehen, wir haben jetzt eine Änderung zum letzten Mal. Wir hatten bisher immer einen Kernel, der war Python in diesem Jupyter-Notebook. Und da stand hier oben Python, jetzt steht ja auf einmal SQLite 3. Also was jetzt passiert ist, wir haben in dem Jupyter-Notebook wie vorher auch Markdown und Code vermischt, aber den Code, den ich ausführe, das ist kein Python, sondern das ist SQL. Das ist diese Anfragesprache, die ich Ihnen heute erkläre. Das heißt hier nichts mit Python, aber trotzdem Jupyter Notebook. Und ich werde jetzt erstmal so ein Datenbankschema erzeugen, also das, was praktisch aus dem relationalen Schema, was wir die letzten Wochen erstellt haben, kann ich jetzt ein Datenbankschema erstellen. Da gibt es eine bestimmte Syntax, die können Sie erstmal vergessen. Aber wenn Sie sich hier reingucken, sehen Sie schon, das ist sehr nah am relationalen Modell. Also hier steht es nicht Create Relation, hier steht Create Table. Ja, dann steht der Name, dann stehen die Attribute, der Name des Attributs und der Typ. Und dann steht bei einigen Attributen noch, ob es ein Schlüssel ist. Wir hatten ja schon das Schlüsselkonzept beim Relationalmodell, das kann ich hier direkt hinterschreiben, das heißt Primary Key in SQL. So definiere ich meine Tabellen. Sie definieren auch die Fremdschlüssel, die wir auch schon hatten im Relationalmodell, das heißt in der SQL-Syntax Foreign Key. Das heißt, ich sage hier, das Attribut Person ID aus dieser Tabelle ist ein Foreign Key und der referenziert in der Tabelle Persons das Attribut ID. Also ähnlich wie diese File-Notation, die wir eingeführt hatten, als wir uns über das Entity-Relationship-Modell unterhalten hatten, aber auch über das relationale Modell, wird eigentlich ziemlich direkt so hingeschrieben in SQL. Ja, das führe ich alles mal aus, das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, wie das alles geht. Ich importiere hier bestimmte Daten, ich habe da mal was vorbereitet. So, und das Eigentliche, was ich Ihnen zeigen möchte, ist natürlich SQL. Wir haben also jetzt das Schema geladen in unsere Datenbank und können das ganz normal anfragen in Jupyter und können einfache Statements dahin schicken. Und wir fangen mal mit einem ganz einfachen Statement an. Select from. Was heißt das? Sie müssen das immer lesen, beginnen vom from. From ist die erste Zeile, die Sie lesen und die sagt, ja, wir gucken auf die, also wir wollen jetzt die Tabelle Employees, Mitarbeiter lesen und ausgeben. Also was Sie hier sehen, ist im Grunde, das ist die Datenquelle. Und das ist das, was ich ausgeben will im Sinne einer Projektion. Das heißt, ich projiziere jetzt nichts weg. Wenn ich jetzt das ausführe, dann kriege ich einfach die Tabelle Employees, wie sie abgespeichert ist im Datenbanksystem heraus. Wenn ich jetzt nur bestimmte Spalten haben will, dann kann ich das hier oben einschränken. Dann sage ich, hat sie mich vertippt, Salary und dann bekommt man nur das Gehalt. Ne? So kann ich hier oben meine Projektion definieren. Jetzt habe ich hier irgendwie, was gibt es noch? Experience, are you experienced, salary. So, habe ich projiziert auf diese beiden Spalten. Ja, das wäre ähnlich wie in der relationalen Algebra. Hier ist ein anderes Beispiel für eine andere Tabelle. Seniors, die hat ein paar andere Attribute. Das hier ist ein Spezialfall. Hier kann ich einfach ein Tupel selektieren, indem ich hier ich kann ja einfach auch irgendwas hinschreiben, ja, dann wird das auch selektiert und ausgegeben als eine Tabelle mit einem Tupel. Also, das sind die einfachsten Statements überhaupt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das zusammenhängt mit den anderen Operationen, die wir schon kennengelernt hatten. Also hier nochmal das Beispiel mit der Projektion. Der erste wichtige Unterschied, den Sie sich merken müssen, ist, dass in SQL nicht automatisch Duplikate entfernt werden. Also wenn ich das hier ausführe, dann kriegen Sie ja hier aus der Tabelle Employees
Nur das Attribut Salary, aber Sie sehen, das ist nicht duplikatfrei. Wir haben ja zweimal die 50.000 drin und das widerspricht dem, was wir eigentlich aus der relationalen Algebra gewöhnt sind. Die relationale Algebra, die gibt ja immer eine Relation zurück, die ist eine Menge, die hat keine Duplikate. Das ist in SQL nicht so. In SQL werden die Duplikate erstmal nicht entfernt. Wenn ich das will, dann muss ich hier noch Distinct hinschreiben. Und dann kriege ich die entsprechende Ausgabe. Ja, und hier steht 50.000 jetzt nur einmal drin. Ja, alle Duplikate wurden entfernt. Gibt es noch ein anderes Duplikat? Ich sehe gerade keins. Ich glaube, es waren nur die 50.000. Also das muss man ein bisschen wissen. Ja. Bei Spalten, die sowieso eindeutig sind, wie Schlüsselspalten, macht das natürlich keinen Unterschied. Aber bei Spalten, die Duplikate enthalten, kann es einen Unterschied machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Also die, was Sie sich merken müssen, ist diese Lesereihenfolge. Sie fangen mit dem From an. Dann kommt das Where und dann kommt das Select. Das ist historisch so ein bisschen gewachsen leider. Also eigentlich wäre es logischer, wenn das From zuerst stünde, dann das Where und dann das Select. Das ist die konzeptuelle Reihenfolge von einem SQL-Statement. Wir gucken vielleicht erstmal an, wie ein Filter funktioniert, bevor wir Daten sortieren. Also das ist das, was hier auch links steht, diese Where-Bedingungen. Geben wir uns mal nur alle Mitarbeiter aus, die ein Gehalt haben, was echt größer 50.000 ist. Das würde so funktionieren. Ja, kann ich ja natürlich filtern, wie ich lustig bin. Oder ich sage alle, die kleiner. Was auch immer, was auch immer. Also das kann ich hier relativ übersichtlich, mach es mal wieder zurück, kann ich hier relativ übersichtlich hinschreiben. Ja, oder ich kann auch hier Konjunktionen hinschreiben, wie ich lustig bin. Funktioniert alles wunderbar. Also das ist die einfachste Art, Select from Where, das einfachste SQL-Statement überhaupt. Ich kann auch sortieren, das passiert mit Order By, das sehen Sie hier. Hier ist die Reihenfolge dann so, also wieder From, es gibt hier kein Where, dann kommt das Select und was immer rauskommt, wird, was immer da rauskommt bei diesem Statement, wird dann am Schluss noch einmal sortiert. Das heißt, das Order By wird als letzte Operation ausgeführt. Und was ich hier sage mit diesem Order By ist, ich habe als Sortierschlüssel das Attribut, auf dem zunächst sortiert wird, ist Experience. Und wenn es da ein Tie gibt, also wenn zwei Tupel den gleichen Wert haben bei Experience, dann wird zusätzlich auf Person-ID sortiert. Das heißt, wir haben hier eine lexikografische Sortierreihenfolge. Und das sehen Sie ganz gut hier. Also wir haben hier jeweils die 1, wir haben hier jeweils die 2 und wir haben hier jeweils die 3. Und innerhalb dieses Blocks von 2 sind diese Person-IDs nochmal aufsteigend sortiert. Innerhalb dieses Blocks von 3 sind die Person-IDs aufsteigend sortiert. Das nennt man eine lexikografische Sortierreihenfolge. Und das kann man hiermit auch machen. Ich kann natürlich auch sagen, so machen. Ja, da kommt hier irgendwas raus. 3, 5, 7, 1, 2, 4 ist zufällig auch in der richtigen Reihenfolge. Aber da darf ich mich jetzt nicht drauf verlassen, weil ich habe dem Statement natürlich nur gesagt, ja, sortier mal bei Experience. Wenn das zufällig jetzt hier eine Reihenfolge hat, darf ich diese niemals benutzen, weil das Datenbanksystem auch irgendwann mal mir eine andere Reihenfolge zurückgeben kann. Ja? Also Sie dürfen eine Reihenfolge der Tupel immer nur benutzen in SQL, wenn Sie sie explizit garantiert haben durch ein Order By. Das ist ganz wichtig. Genau, Selection und Filter hatten wir bereits. Vielleicht hier nochmal, bevor wir weitergehen mit dem, also nochmal hier die konzeptuelle Ausführungsreihenfolge auf der linken Seite. Ich habe sie nochmal hingeschrieben. Also wir fangen immer an mit dem From. Hier ist eine Liste von Tabellen. Die werden durch ein Kreuzprodukt verbunden. Also wenn hier nur eine Tabelle steht, gibt es kein Kreuzprodukt. Dann nehme ich einfach diese Tabelle als Eingabe. Aber wenn da mehrere sind, dann mache ich hier sowas in relationaler Algebra. Also hier habe ich nochmal so einen Ausdruck hingeschrieben. Select diese Attribute von A1 bis AN, from Tabellen T1 bis TM, where P, also irgendein Prädikat. Was passiert hier in relationaler Algebra? Kann man so hinschreiben, ich habe ein Kreuzprodukt über die Relation von T1 bis TM. Dann wird auf diesem Kreuzprodukt gefiltert und dann wird darauf projiziert. Das ist der äquivalente Ausdruck in relationaler Algebra. Und was jetzt wichtig ist zu verstehen, der erste Fallstrick ist, das Datenbanksystem darf alles machen. Es darf insbesondere das hier, es muss nicht wirklich diese Kreuzprodukte durchführen. Ja? Das wird auch oft falsch verstanden. Ja, man guckt jetzt, man schaut auf diese Kreuzprodukte und denkt, oh, das ist aber teuer. Ja, das ist ja alles so quadratische Komplexität. Ja, und mit jeder
Tabelle, die ich da mit dem Kreuzprodukt hinzufüge, jetzt wird er gigantisch groß. Ja? Das ist alles kompletter Quatsch. Das Datenbanksystem kann machen, was es will, und es wird in den meisten Fällen sehr, sehr geschickte Sachen machen, die verhindern, dass das wirklich in dieser Reihenfolge ausgeführt wird. Das Einzige, was ich hier sage, ist, das ist die konzeptuelle Reihenfolge. Das heißt, wenn ich das so ausführe, kommt ein Ergebnis raus. Solange das Datenbanksystem das gleiche Ergebnis produziert, wie auch immer es dahin kommt, ist das egal. Ja? Also das heißt, das Datenbanksystem kann die Reihenfolge der Schritte ändern und kann ganz andere Sachen machen, um zum selben Ergebnis zu kommen wie dieser Ausdruck der relationalen Algebra. Ja, und das wird eigentlich fast immer gemacht, weil das wäre natürlich katastrophal, das so auszuführen in den meisten Fällen. Genau, ja, das ist die konzeptuelle Reihenfolge, und die werden wir gleich auch noch ein bisschen erweitern in dieser Vorlesung. Gucken wir uns nochmal ein paar Feinheiten an. Eine Feinheit ist der Umgang mit Strings. Da nehme ich jetzt eine andere Relation, die Relation Personen. Da kommt gerade eine Frage rein, die können wir schnell machen, die passt sehr gut. Nochmal zum Sortieren. Genau, wo war das Sortieren? Die Frage ist die folgende: Was bedeutet das ASC hinter Order By, ist damit Ascending? Ja, Ascending Order, ganz genau. Ich zeige mal, und genau. DSC ist Descending. Mit I, ja, da kommt noch ein E dazwischen. So, das ist Descending. Hier wird absteigend sortiert. Hier sehen Sie hier vorne 3, 2, 1. Und innerhalb der Blöcke ist, wir haben jetzt nicht mehr nach Person-ID sortiert. Ne? So, Person-ID, zack. Ja? Also wird auch innerhalb der Blöcke absteigend hier sortiert. Ascending und Descending. Ich habe jetzt nicht immer für jedes SQL-Statement alle möglichen Fälle hier aufgezählt. Es gibt wirklich umfangreiche Dokumentationen von SQL. Das können wir unmöglich alles in dieser Vorlesung machen. Ich zeige Ihnen am Schluss der Vorlesung noch weiterführende Links, wo Sie da weiterlesen können. Und da sind diese ganzen Sachen auch erklärt. Also aufsteigend, absteigend oder kombiniert, sortieren, wie auch immer. Das kann man alles machen. Gut, dann sind wir fertig mit der Frage. Machen wir hier weiter. Wir waren bei den Strings. Ja, da gibt es den Like-Operator. Gucken wir uns diese Relation an. Hier sind ein paar Strings drin. Also Last Name und First Name sind String-Attribute. Und jetzt habe ich hier zwei wesentliche Konzepte, die ich brauche. Das erste ist dieses Prozentsymbol. Das repräsentiert 0, 1 oder mehrere Zeichen. Und dieses Underscore repräsentiert genau ein Zeichen. Und damit kann ich natürlich filtern, indem ich sage, okay, ich will alle Personen haben, wo der Vorname auf Bert endet und davor aber nur ein Zeichen steht. Ja, gibt es das? Nee, da kommt nichts raus. Und es gibt hier den Albert, der hat aber hier zwei Zeichen, würde also nicht gehen. Wenn ich hier gefiltert hätte mit Prozent, müsste da rauskommen, der Albert, genau. Ja. Oder wenn ich sowas mache wie zwei Underscores, dann kommt dann natürlich auch raus. Zwei beliebige Zeichen können hier stehen. Und das sind die Konzepte, mit denen Sie Strings filtern. Hier sind noch weitere Beispiele dazu. Also hier will ich einen String haben, der auf Bert endet. Ja, also auch hier beliebig viele Zeichen, die Notation mit Prozent. Hier muss wieder genau ein Zeichen vorne stehen, ein Zeichen hinten. Da kommt zweimal der Peter raus, der da matcht. Oder hier kann ich sagen, okay, beliebig viele Zeichen vorne und ein Zeichen hinten. Kommt da was anderes raus? Ja, dann gibt es noch den Dieter. Nicht nur den Peter oder Peter, sondern auch den Dieter. Ja, damit kann man Strings sehr leicht filtern im SQL. Ja, dann gibt es jetzt im Folgenden, werde ich kurz erklären, gibt es auch die Operationen, die wir in der relationalen Algebra schon gesehen haben, nochmal in den gleichen Varianten in SQL. Die haben hier und da so leichte Unterschiede, aber im Grunde sind das immer ähnliche, um nicht zu sagen, die gleichen Operationen. Manchmal sind die Bedingungen ein bisschen anders als in der relationalen Algebra, aber im Grunde sind es konzeptuell die gleichen Operationen. Und hier ist ein Beispiel für Union, also die Vereinigung, hatten wir auch schon gesehen. Also was ich hier mache ist, ich nehme die ganzen Employee-IDs von den Verkäufern und vereinige sie mit den Employee-IDs von den Fotografen. Ja, und da kommt dann das hier raus. Difference oder Minus hatten wir erst genannt, heißt hier ein bisschen anders, das heißt Except. Also gibt es je nach Datenbanksystem so ein bisschen andere Benamungen, muss man ein bisschen aufpassen. Und hier sage ich halt nicht Union von Salesperson, sondern ich will die Salespersons haben.
die nicht auch gleichzeitig Fotografen sind. Und da kommt das hier raus. Das sind 4 und 5. Also ich ziehe von diesen Employee-IDs alle Employee-IDs aus Fotografen ab. Dann das Kreuzprodukt. Wenn Sie gut aufgepasst haben, wissen Sie schon, dafür brauche ich keinen extra Operator, weil das Kreuzprodukt kriege ich ja allein schon durch das From. Ich hatte gesagt, hier alle Relationen links, wir gucken wieder auf die Folien, die hier im From stehen, ich verbinde die durch ein Kreuzprodukt und gebe sie aus. Also wenn ich nur ein Select From habe, diese beiden Relationen, passiert konzeptuell ein Kreuzprodukt von Employees und Seniors und dann gebe ich das Ergebnis aus, ohne irgendwelche Attribute wegzuprojizieren. Also das kommt hier raus. Und ja, da kann ich leicht auch zählen, was da durch ein CountStar. Das ist auch wieder eine ähnliche Syntax, wie wir sie schon bei der Aggregation in der relationalen Algebra gesehen haben. Kann ich zählen, wie viele Tupel da drin sind? Warum sind da 14 Tupel drin? Naja, das müssten ja, wenn wir das, naja, unten habe ich es gemacht. Warte mal. Also Sie können sich natürlich select, machen wir nochmal ein Beispiel dazu. Also select star from, nee, was haben wir genommen? Wir haben Employees genommen. So, was passiert da? Da sind 7 Tupel. Und wenn ich jetzt nochmal das gleiche mache mit Seniors, dann müssten 2 Tupel rauskommen. Tja, was macht das Kreuzprodukt? Das Kreuzprodukt verbindet ja jedes Tupel aus der einen Eingaberelation mit jedem Tupel aus der anderen Eingaberelation. Das heißt, wir müssen 7 mal 2 Tupel bekommen, 14 Tupel, und genau das passiert ja oben auch. Wir haben aber genau 14 Tupel rausbekommen. Genau. Ja, so viel dazu. Dann, ja, Rename, das, die Syntax ist hier folgendermaßen. Sie sagen einfach as, also wenn ich sage select 6 mal 7, ja, das ist ein, die können ein beliebiger Ausdruck stehen, wird ausgewertet und dann kann ich hier so ein Attribut umbenennen. Also wenn ich das ausführe, kriege ich eine Tabelle mit einer Spalte, die Spalte heißt Answer to Everything und mit einem Tupel und dieses Tupel hat den Wert 42. Und das kann ich auch mit, also das ist ja eine Umbenennung eines Attributs und das hatten wir auch schon in der relationalen Algebra, man kann die Attribute umbenennen, man kann aber auch die Relationen umbenennen, das mache ich hier genauso, indem ich dieses S nicht oben in Select reinschreibe, so wie hier, steht es im Select, sondern ich schreibe es in das From rein. Das heißt, hinter den Relationen, die ich hier aufliste, kann ich auch schreiben S und dann ein Alias, eine Abkürzung, die ich dann im Folgenden benutzen kann. Ja, das mache ich hier. Und Sie sehen, ich kann jetzt dieses E1, was ich mir hier definiert habe, hier oben benutzen. Das funktioniert, weil das Select natürlich nach dem From ausgeführt wird. Und deswegen ist da alles gut. Genau. Ja, dann, also wir haben jetzt relativ viel Syntax. Wir werden gleich nochmal ein bisschen Folien auch konzeptuell machen. Hier, genau, das ist Joins, gibt es 2 Möglichkeiten, das hinzuschreiben. Also mindestens 2. Es gibt eigentlich noch ein paar mehr, aber wir machen mal 2. Das eine ist so eine explizite Syntax mit diesem Join-Schlüsselwort. Also wir hatten ja schon die Equi-Joins definiert und Sie erinnern sich, in relationaler Algebra muss ich halt sagen, okay, welches Attribut von der einen Relation soll verglichen werden mit welchem Attribut der anderen Relation. Das waren die Equi-Joins. Hier habe ich explizit nochmal das Prädikat hingeschrieben. Also das ist das Prädikat aus dem Theta-Join. Und was ich hier mache ist, ich sage, okay, ich will diese Relation joinen mit dieser Relation auf diesem Prädikat. Und dafür gibt es 2 neue Schlüsselwörter hier. Das einmal ist join, das andere ist on. Das ist die Möglichkeit, das zu machen. Ich könnte das natürlich auch hinschreiben, indem ich das join-Prädikat, so wie hier links gezeigt auf der Folie, einfach mit einer where-Clause hinschreibe. Ja, also ob ich das hier schreibe, ich führe es mal aus, oder haben wir es hier nicht hingeschrieben? Ne, wir haben ja kein Beispiel dazu gemacht. Dann schreibe ich ihn nochmal hin. Ja, das ist exakt das gleiche Statement, warum auch immer, dass mein Jupyter Notebook jetzt nicht in grün pretty printed, aber das ist genau das gleiche Statement. Sie sehen, ich habe einfach hier das Join-Prädikat nochmal ins Where geschrieben.
Und ich habe hier einfach gesagt, das ist für mich, also diese beiden Relationen will ich haben. Dann habe ich natürlich wieder konzeptuell ein Kreuzprodukt. Aber was im Datenbanksystem dann passiert, ist natürlich kein Kreuzprodukt, da passiert was Effizienteres. Aber diese beiden Ausdrücke sind äquivalent. Dieses hier macht es natürlich ein bisschen expliziter. Wenn Sie das so hinschreiben, sehen Sie direkt, oh, das ist ein Join. Ne? Hier sieht man das nicht unbedingt bei solchen Bedingungen. Also typischerweise sollte man in der Where-Clause eher Bedingungen schreiben wie ja, eine Bedingung an ein einzelnes Attribut, an eine Relation. Also wenn ich hier sowas schreibe, wie wir es oben hatten, dass ich sage, Salary größer, was weiß ich, 20.000, das ist ja eine Bedingung an ein Tupel einer Relation. Das ist eigentlich die bessere Vorgehensweise hier, ja, für eine Where-Clause. Aber wie gesagt, die sind äquivalent. Sie können das, wenn Sie wollen, auf beide Arten schreiben. Was Sie auch manchmal sehen, wenn Sie so ein Join hinschreiben, ist ein weiteres Schlüsselwort, das heißt inner oder innerer Join. Damit können Sie, also das ist wieder äquivalent zu diesem Ausdruck hier oben. Gehen wir nochmal hier hin. Also ob Sie das hier schreiben oder ob Sie das hier schreiben, ist wieder der äquivalente Ausdruck. Sie können das also auch weglassen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Warum gibt es dieses Schlüsselwort? Weil es noch so ein paar andere speziellere Joins gibt. Das sind die sogenannten Left Outer Joins und die Right Outer Joins. Und ich führe mal einen aus. Damit wir gucken, was da passiert. Was macht der Left Outer Join? Vielleicht gucken Sie sich mal kurz das Ergebnis an. Ich mache eine kleine Trinkpause hier und Sie überlegen sich mal, was da passieren könnte. Also hier ist nochmal der innere Join. Der innere Join ist das, was wir letztes Mal gemacht haben, relationale Algebra. Aber was macht jetzt der Left Outer Join? Was könnte die Semantik sein von dieser Operation? Wenn Sie sich das hier angucken, dann sehen Sie ja, das hier ist das Ergebnis des inneren Joins. Und dieser innere Join und dieses Ergebnis kommt hier auch vor. Was hier aber zusätzlich hinzugefügt wird beim Left Outer Join oder linken äußeren Join, wie man in Deutsch sagt, ist, ich nehme zusätzlich alle Tupel aus der linken Eingabe auf, das sind diese hier, die keinen Join-Partner in der rechten Eingabe gefunden haben. Also diese Tupel hier mit der Person-ID 1 und 2 hatten ja hier Join-Partner gefunden. Diese beiden, ne? Das ist ja genau die Bedingung, die hier gematcht hat. Person-ID, das gehen wir nochmal hier hin, Person-ID ist equals Employee-ID. Das hat also hier gematcht, das gibt ein Join-Ergebnis. Das hat hier gematcht, das gibt noch ein Join-Ergebnis. Aber hier, diese Tupel, die haben nicht gematcht. Und was der linke äußere Join macht, ist, dass er sagt, okay, auch wenn diese Tupel aus der linken Eingabe keinen Match gefunden haben, möchte ich sie trotzdem ins Ergebnis übernehmen. Und die Preisfrage ist natürlich, was trage ich hier hinten ein? Hier kommen ja eigentlich Attribute aus der rechten Relation. Und hier wird konzeptuell der Wert unbekannt eingetragen oder null, ein sogenannter Null-Value. Den hatten wir auch schon mal. Der wird geschrieben, ich schreibe ihn nochmal hin. Null. Ups. Null. Null Values. Also mit Null Values wird in diesem Fall, werden die Attribute aufgefüllt, die hier stehen. Die sieht man jetzt nicht, die werden nicht explizit hier angezeigt vom Datenbanksystem, aber das sind praktisch Werte, die nicht zugewiesen sind. Also es ist für dieses Tupel, wenn wir uns das angucken mal, dieses Tupel, ist dieser Wert Employee-ID unbekannt. Genauso für Anzahl der grauen Haare und Bonus. Diese Werte sind unbekannt. Ich kann sie ja nicht wissen, weil es gibt keinen Join-Partner. Und genauso wie ich einen linken äußeren Join machen kann, kann ich auch einen rechten äußeren Join machen. Also von der Idee her kann ich den machen. In dem Datenbanksystem, was wir hier benutzen, SQLite, geht das leider nicht. Zumindest in der aktuellen Version, genau. Der rechte äußere Join wird ja nicht unterstützt. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Es gibt diese spezielleren Joins. Ich kann Ihnen nochmal Videos zeigen, wo das erklärt ist und Links, um das nachzulesen. Das führt an dieser Stelle zu weit. Wichtig für Sie ist zu wissen, wie Sie wirklich so einen Theta-Join hinschreiben. Also am liebsten mit dieser Join-on-Logik. Ja, damit kommen wir zur Gruppierung und Aggregation. Und damit hatten wir uns ja schon beschäftigt in der relationalen Algebra. Und diese Syntax werden wir gleich angucken nach der Pause. Ich würde an dieser Stelle kurz eine Pause machen von 10 Minuten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie
die gerne stellen in Frag jetzt. Und dann machen wir genau um 10 nach 11 weiter mit der Vorlesung. Bis dann.
Gut, damit machen wir weiter. Eine Frage hat jemand gestellt. Ich ziehe es kurz hoch. Sortiert ein Order bei Last Name, First Name, Descending, aufsteigend nach Nachnamen. Das ist so, dass per Default, wenn Sie nichts hinschreiben hier, wird immer Ascending angenommen. Das sehen Sie auch hier in der Ausgabe. Also ob ich Ascending hinschreibe oder weglasse, macht keinen Unterschied. Weil Descending macht es sehr wohl einen Unterschied. Ja, also es wird pro Attribut spezifiziert, die vielleicht nicht ganz klar eben erklärt. Ja. Im Zweifel immer nochmal in die Dokumentation gucken von dem Datenbanksystem, was drunter liegt. Das ist auch so ein Fallstrick manchmal. Natürlich gibt es diese SQL-Standards und viele Datenbanksysteme halten sich dran. Aber im Detail gibt es dann immer noch so klitzekleine Interpretationen der Datenbanksysteme, die teilweise Sachen anders machen. Bei diesen grundsätzlichen Sachen typischerweise nicht. Aber je komplexer die Statements, also je ausgefallener die Keywords werden, die sie benutzen, desto mehr kann es Situationen geben, wo es wirklich Sinn macht, mal die Dokumentation des konkreten Datenbanksystems anzugucken. Genau, damit kommen wir noch zur Gruppierung. Die will ich jetzt nochmal in aller Schönheit besprechen, SQL, weil die doch oft falsch verstanden wird und dazu Schwierigkeiten führt. Hatten wir auch schon die Gruppierung in der relationalen Algebra. Hier gibt es noch eine kleine Erweiterung in SQL und ein paar Fallstricke. Deswegen möchte ich die nochmal ausführlich erklären. Wir werden relativ viel Zeit darauf verwenden, weil diese Operation einfach auch enorm wichtig ist für analytische Fragestellung für analytisches SQL, wenn ich irgendwie Daten zusammenfassen will, irgendwelche statistischen Daten rausholen will aus meiner Datenbank. Ja, Gruppierung und Aggregation kann ich folgendermaßen hinschreiben. Hier sehen Sie die Situation, wo ich eine Relation habe und nur wissen will, wie viele Tupel befinden sich da drin. Das heißt, hier ist eine Aggregation ohne eine vorgeschaltete Gruppierung. Wenn Sie sich an die Vorlesung zur relationalen Algebra erinnern, da hatten wir schon gesagt, es sind immer mehrere Schritte bei dieser Gruppierung und Aggregation. Es gibt immer erst die Gruppierung, das heißt die Aufteilung in horizontale Partitionen, dann kommt die Aggregation und dann kommt die Projektion. Also an dieser Stelle habe ich nicht gesagt, dass partitioniert werden soll, es soll nicht gruppiert werden. Ich sage nur, von dieser Relation will ich wissen, wie viele Tupel da drin stehen. Das mache ich, indem ich einfach hier Count Star hinschreibe. Und ich kann natürlich auch mehrere Aggregatfunktionen spezifizieren. Ja, ich kann auch sagen, hier CountStar, Komma, was ist das durchschnittliche Gehalt? Das ist genauso erlaubt. Wenn ich jetzt aber partitionieren will, wenn ich gruppieren will, also zum Beispiel könnte ich sagen, ich will jetzt gruppieren nach der Erfahrung, der Experience, dann würde ich das so machen. Und da kommen natürlich drei Tupel raus. Warum? Diese Employees-Relation hat in der Spalte, ja, wenn wir sie angucken, gucken wir es nochmal an, Select Star. Ne, unten ist er. Moment. Wollte ich gar nicht mehr machen. Zack. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja in dieser Spalte Experience haben wir hier drei verschiedene Werte. 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Andere gibt es hier überhaupt nicht. Und, ups, muss das nochmal löschen. So. Also hier gibt es hier nur drei verschiedene Werte und das heißt natürlich, wenn ich jetzt gruppiere, wenn ich ein Group-By mache nach Experience, gibt es drei verschiedene Gruppen, ja, für diese drei verschiedenen Experiences und für jede Gruppe muss ich hier ein Tupel ausgeben. Und wie dieses Tupel aussieht, spezifiziere ich hier oben. Ich sage also, ich will diesen Wert von Experience, ich will für die Gruppe wissen, wie viele Tupel sind drin und ich will wissen, was ist innerhalb der Gruppe das durchschnittliche Gehalt. Das mache ich hiermit. Also das ist jetzt sehr nah dran an dem, was wir in relationaler Algebra schon gesehen hatten. Ja, und jetzt kann ich natürlich auch so Sachen machen wie zum Beispiel hier, dass ich sage, select experience, salary, count star, group by experience. Also Sie sehen hier, ich habe hier Sachen ausgegeben, die unten aber gar nicht im group by stehen. Und das Dumme ist jetzt, dass SQLite, andere Datenbanksysteme auch, hier tatsächlich ein Ergebnis angibt, was es gar nicht dürfte. Die Ausgabe hier ist semantisch nicht korrekt. Und das möchte ich Ihnen im Detail ein bisschen erklären. Ich habe es hier in die Folie geschrieben, in das Jupyter Notebook geschrieben. Das können wir gleich mal angucken. Aber ich habe da ein paar Folien zugemacht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, um nochmal Ihnen zu verdeutlichen, wo hier das Problem liegt. Genau. Also, wir sind in dieser Situation hier.
in dieser Situation hier auf der linken Seite. Was macht hier mein YouTube-Stream? Alles klar. So, also wir haben folgendes Statement. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine Mitarbeiterrelation, Employees, wie auch immer, das ist die deutsche Version der Datenbank, die wir hier benutzt haben. Wir wollen nach Erfahrung, also Experience, gruppieren, teilen das entsprechend auf und dann gebe ich aber aus für jede Gruppe das Gehalt und einen Countstar. Das heißt, was ich konzeptuell mache bei der Gruppierung ist ja erstmal das Folgende. Hier ist meine Relation und ich muss die in Gruppen aufteilen. Es gibt genau drei Gruppen nach Erfahrung. Das heißt, guck mal hier dieses Attribut an, hier steht eine 3, das kommt in die blaue Gruppe 3, 3, 2, 3, 2, 1 und so weiter. Damit habe ich diese Tupel, habe ich jedes Tupel einer Gruppe zugeordnet. Das habe ich hier unten nochmal hingemalt. Ich habe jetzt drei horizontale Partitionen, drei Teilmengen erzeugt, drei disjunkte Teilmengen dieser Relation. Wenn ich diese Teilmengen, diese und diese und diese wieder verbinde durch ein Union, komme ich natürlich wieder oben raus. Also ich habe erstmal nur aufgeteilt. Und jetzt sehen Sie, gibt es hier ganz unterschiedliche Situationen. Also ich muss ja jetzt für jede Gruppe, muss ich Gehalt und Countstar ausgeben. Das geht hier an dieser Stelle. Das Gehalt, hier gibt es nur ein Tupel, kann ich ausgeben. Das ist eindeutig definiert innerhalb der Gruppe. Und Countstar, naja, es ist halt 1. Ne? Also kann ich hier 15.000 ausgeben für das Gehalt und dann noch 0,1 für Countstar. Wie ist das bei der Gruppe 2? Naja, also die haben ja alle die gleiche Erfahrung. Ja, das ist das hier. Deswegen sind die in dieser Gruppe. Und ich kann Countstar ausgeben, das wäre 3. Drei Tupel sind drin. Aber was soll ich denn für Gehalt ausgeben? Ja, die haben ja unterschiedliche Gehälter. Und ich habe ja oben einfach nur gesagt, ich will das Gehalt haben. Ich habe nicht ein Aggregat gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich will das Durchschnittsgehalt, ich will das minimale Gehalt, das maximale Gehalt oder was auch immer. Ich habe gesagt, du sollst Gehalt ausgeben. Und das macht semantisch überhaupt keinen Sinn, weil dieses Gehalt nicht eindeutig definiert ist. Ja, das kann zufälligerweise so sein. Das könnte sein, also gerade dann, wenn zum Beispiel alle Mitarbeiter in dieser Relation, also alle Mitarbeiter, die Erfahrung 2 haben, immer dasselbe Gehalt haben. Ne? Wenn es hier eine Abhängigkeit gäbe in dem Sinne, ja, du hast Erfahrung 2, dann hast du 50.000. Ne? Wenn der überall 50.000 steht, dann könnte ich das machen in der Situation. Hier kann ich es aber nicht. Und in der Gruppe 3 ist genau das gleiche Problem. Ja? Alle haben die gleiche Erfahrung hier, Erfahrungsstufe 3, aber unterschiedliche Gehälter. Das heißt, was soll ich denn da ausgeben in dieser Situation? Und das ist genau die Situation, die man hier sieht und die leider Falsches. Also wenn wir hier, also wenn Sie hier nochmal die Gruppe angucken, wir hätten ja die Gruppe 1, da gibt es nur 1, also das wäre noch semantisch vertretbar. Jetzt gucken wir uns mal die Gruppe 2 an, da gibt es diese drei Tupel und da gibt es die Tupel 50.000, 55.000, 50.000. Er gibt einfach 50.000 aus, wahrscheinlich das erste Tupel, was er findet. Und den Count 3. Also das macht keinen Sinn, dieses Ergebnis. Also deswegen gilt die Regel, Sie dürfen hier oben Attribute nur hinschreiben, wenn sie auch im Group By erscheinen. Ja, also ich dürfte dieses Salary, also semantisch korrekt wäre diese Anfrage, wenn ich das so hinschreiben würde. Zack. Bumm. Ja, also jetzt habe ich gruppiert, jetzt habe ich Partitionen geschaffen nach Experience und Salary. Da kommen diese Partitionen raus. Und für alle diese Partitionen gilt, es ist nur ein Tupel drin, bis auf die. Hier sind zwei drin, weil die gleiche Experience haben und das gleiche Salary. Ja, das sind hier diese beiden Tupel, der hier und der hier. Ja, da sind diese beiden Werte gleich. Deswegen fallen die in eine Gruppe und dann gebe ich einen Countstar aus und dann kann ich sowas hier machen. Das ist die eine Möglichkeit, das zu reparieren. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, ich mache hier eine Aggregatfunktion raus. Dann ist das auch okay. Also hier will ich das minimale Gehalt ausgeben innerhalb einer Gruppe, dann sage ich hier Minimum. Ich könnte auch Maximum sagen, was auch immer da alles definiert ist in einem Datenbanksystem. Und dann kriege ich halt, wenn Sie zum Beispiel auf die Gruppe 3 gucken, wer ist in Gruppe 3 drin? Hier gibt es diese Gehälter, das, das und 60.000. 60.000 ist das maximale Gehalt und genau das kommt da raus. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, hier habe ich noch mal ein paar Beispiele dazu gemacht. Hier noch mal das Beispiel von eben. Und wenn wir mal auf die Folie zurückgehen, ich klicke die mal wieder hoch. Zack. Also das war das Beispiel, wo das nicht funktioniert hat. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, also sowas darf ich nicht machen. Ne? Ich habe hier irgendwas hingeschrieben, Attribut bei Group By. Ich habe nach etwas gruppiert, nach Erfahrung. Und das habe jetzt aber hier Gehalt geschrieben, ohne das jetzt
in eine Aggregatfunktion nochmal einzubinden. Das ist nicht erlaubt, haben wir gerade gelernt. Dann kann man sich die Frage stellen, ist das denn hier erlaubt? Können Sie mal darüber nachdenken. Also Person-ID ist der Schlüssel der Relation Mitarbeiter. Der ist eindeutig. Und ich schreibe jetzt dieses Statement hin. Gehalt, Count Star. Nach der Regel hier oben ist das verboten. Ist es verboten oder ist es nicht? Mal kurz drüber nachdenken. Und wenn ich schon so doof frage, dann ist es wahrscheinlich nicht verboten. Ja, also eigentlich nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist es verboten, ist es aber nicht. Warum? Und das nochmal visuell dargestellt, was hier passiert, ist das Folgende. Wenn Sie wirklich nach einem Schlüssel gruppieren, warum auch immer Sie das tun wollen, ja, weil was hat denn das für Implikationen, wenn Sie auf einen Schlüssel gruppieren? Schlüssel heißt, ja, jedes Tupel hat hier einen anderen Wert. Die Tupel sind paarweise verschieden bezogen auf diese Person-ID. Ja, das muss so sein, sonst wäre es kein Schlüssel. Das heißt, wenn ich jetzt gruppiere und diese Eingaberelation zerlege in einzelne Partitionen, was soll denn da rauskommen? Da kann in jeder Partition nur genau ein Tupel drin sein. Da kann nichts anderes rauskommen. Also wenn ich hier sage, okay, Person-ID ist 1, dann mache ich das in die Gruppe 1. 2, Gruppe 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommen genau 7 Gruppen raus. Surprise, surprise. Ja, und das heißt dann hier unten, habe ich es nochmal hingeschrieben, in aller Schönheit, steht dann natürlich, sieht das so aus, Gruppe 1 hat dieses Tupel, Gruppe 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und das hat natürlich jetzt den Effekt, dass das Gehalt eindeutig ist innerhalb jeder Gruppe, ne, weil nur ein Tupel drin ist. Und in dieser Situation kann ich natürlich wieder ein eindeutiges Gehalt ausgeben. Das ist hier erlaubt an der Stelle, ja, weil es ein eindeutiger Wert ist und nicht so wie eben, wo es nicht eindeutig war in dieser Situation. Also das ist hier möglich in dieser Situation, weil Person-ID der Schlüssel der Eingaberelation ist. Und das erkennt das Datenbanksystem und lässt es nur dann zu. Typischerweise. SQLite hat ein paar Fallstricke, aber ich sag mal, Datenbanksysteme, die da näher dran sind am SQL-Standard, wie zum Beispiel PostgreSQL, ist ein tolles Datenbanksystem auch, die lassen dann diese Situation zu. Ja, und das heißt, die Regel für diese Gruppierungsattribute in SQL ist die folgende. Attribute, die nicht im Group-By stehen, dürfen nicht ohne Aggregation im Select verwendet werden. Es steht nicht im Group-By, dann darf ich es nicht im Select verwenden, außer es ist eine Aggregation. Das ist so die reine Lehre. Und jetzt gibt es die eine Ausnahme, die sagt, außer es wird über den Schlüssel der Relation gruppiert. Dann dürfen alle Attribute im Select verwendet werden. Genau, ja, so viel mal dazu. Und damit gehen wir mal zurück zu, also jetzt haben wir im Grunde das hier abgearbeitet von unserer Folie. Das ist die konzeptuelle Ausführungsreihenfolge. Ja, nicht bis da, also bis hier. Ja, dann macht er leider. Also bis Group By haben wir jetzt gesehen. Und die Reihenfolge, nochmal zur Wiederholung, wir machen ja das Kreuzprodukt. Aus dem Kreuzprodukt konzeptuell filtern wir die Tupel aus, die diese Bedingungen erfüllen, also unsere Selektion. Dann gruppieren wir, das heißt wir partitionieren das Ergebnis. Also alles, was hier rauskommt, was die Where-Bedingung überlebt, wird jetzt partitioniert horizontal nach diesen Attributen, die hinten angegeben werden. Dann im nächsten Schritt, ich überspringe jetzt den Schritt 4, im Schritt 5 wird projiziert. Und zwar kann ich hier bei A2 jetzt Attribute hinschreiben, die ich hier unten auch hingeschrieben habe, mal abgesehen von dieser Ausnahme. Und dann kann ich hier hinten noch die Aggregate hinschreiben. Das ist das, was wir bisher hatten. Und jetzt machen wir noch eine andere Form der Gruppierung. Und das ist die Gruppierung mit Having, die auch relativ wichtig ist in der Realität. Und bei vielen Anfragen werden wir auch nächste Woche sehen, wenn wir dann näher eingehen auf das Buch von Eschbach, dass das sehr häufig vorkommt und sehr, sehr nützlich ist in vielen Situationen. Also, was machen wir hier? Wir haben hier nochmal eine Anfrage spezifiziert, die folgendermaßen aussieht. Und die sieht ähnlich aus wie eben. Das Einzige, was ich hinzugefügt habe, ist ein Statement. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, was das macht. Also, wir haben hier die Mitarbeiter, wir nehmen alle Mitarbeiter mit einem Gehalt größer 40.000, gruppieren die nach Experience. Da gibt es nur noch zwei Gruppen, ja, weil der normale Mitarbeiter hier, wir hatten ja einen hier, Moment, wo sind wir jetzt? Also wir nehmen ja nur die Mitarbeiter, die ein Gehalt haben größer 40.000 und da sehen Sie schon,
Dieser hier, das ist der einzige, der eine Experience von 1 hat, fällt damit raus. Der hat nicht größer 40.000, der fällt raus. Das heißt, an dieser Stelle, wenn ich diesen Filter gemacht habe, habe ich nur noch Tupel mit Experience 2 oder 3. Dann wird gruppiert, partitioniert und dann wird hier dieses Aggregat gebaut für jede Gruppe, die entsteht. Ja, und dann kommt genau das hier raus. So, was mache ich aber jetzt, wenn ich sagen will, das ist ja alles schön und gut mit deiner Gruppierung. Ich will aber nur bestimmte Gruppen ausgeben. Ich will nur Gruppen ausgeben, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Also zum Beispiel, wenn ich nur die Gruppen sehen will, wo das Durchschnittsgehalt größer ist als ein bestimmter Wert. Dann mache ich das mit Having. Das heißt, ich sage jetzt hier, ich will alle Gruppen ausgegeben haben, in denen das Durchschnittsgehalt größer 52.000 ist. Na, da sehen Sie, jetzt wird diese eine Gruppe nicht mehr ausgegeben. Eben als das hier weg war, da wurden alle Gruppen ausgegeben. Hier mit verschiedenen Durchschnittsgehältern. Das ist das Durchschnittsgehalt für diese Gruppe, das ist das Durchschnittsgehalt für diese Gruppe. Und ich kann jetzt mit diesem Having-Schlüsselwort eine Bedingung stellen an diese Gruppen. Ich kann sagen, größer 52.000. Ich kann genauso gut sagen, was weiß ich, Count Star größer 2. Ja, da käme auch nur die erste Gruppe raus. Und so weiter und so fort. Und das heißt, für die konzeptuelle Reihenfolge, wenn wir nochmal auf die Folie gehen, hier oben links, sehen Sie jetzt, ich habe das erweitert, indem ich sage, nachdem ich gruppiert habe, an dieser Stelle, ups, jetzt habe ich alles blau markiert, nachdem ich gruppiert habe, stelle ich nochmal eine Bedingung an die Gruppe. Und das wird mit Having gemacht. Und es ist jetzt wichtig, das nicht zu verwechseln mit dem Where. Where stellt eine Bedingung an die einzelnen Tupel. Having stellt eine Bedingung an die Gruppen, die nach dieser Gruppierung entstanden sind. Das dürfen Sie nicht durcheinander bringen. Ja, also hier kann ich nicht mehr eine Bedingung an die einzelnen Tupel stellen mit Having. Hier kann ich nur eine Bedingung an diese an die Gruppen stellen. Ja, also welche Gruppen will ich denn weiternehmen und welche nicht? Und das rolle ich jetzt im Folgenden nochmal im Detail aus, was da passiert. Sie werden das jetzt nochmal im Detail sehen, was der Unterschied ist. Also ich baue jetzt dieses ganze Statement nochmal langsam auf und zeige Ihnen, warum das so sein muss und nicht anders ist. Und das machen wir jetzt. Also, wie sieht das aus? Vielleicht nochmal kurz zu unseren Fragen. Hier ist noch eine Frage reingekommen. Gibt es Aufgabenfelder, in denen die Nutzung von NoSQL vorteilhaft ist, als die von SQL wäre? Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Das geht jetzt über das hinaus, was wir heute machen. Es gibt sie, ja, aber es ist leider so, dass NoSQL-Systeme oft falsch angewendet werden für Bereiche, die man locker durch ein normales relationales Datenbanksystem nutzen könnte. Wir haben das auch mal experimentell verglichen im Papier. Das ist viel Marketing dabei, dass Leute NoSQL benutzen, wo sie eigentlich ein SQL-System nutzen könnten. Ne? Also insbesondere auch zum Beispiel das Argument, NoSQL zu nehmen, weil man ja einen Key-Document-Store haben will, wenn Sie an MongoDB denken. Ja, da wird ein Schlüssel abgebildet auf einem JSON-Dokument. Ja, in SQL habe ich einfach eine JSON-Spalte, das ist das gleiche in grün. Ne? Also NoSQL macht dann Sinn, wenn man sehr, sehr große Systeme hat, die über viele Rechner verteilt sind, dann gibt es da gewisse Vorteile, aber das Problem haben die wenigsten Menschen. Also typischerweise kann man das fast immer mit Nein beantworten. Ja. Was haben wir hier noch? Warum macht man, ich mache es ein bisschen größer, ich habe viel Text geschrieben, macht man Verschlüssel eine Ausnahme, auch wenn es dann keine, sehe ich nicht, wieso es wohl sinnvoll ist, Verschlüssel zu kombinieren. Ja, weil, warum macht man das? Weil das semantisch korrekt ist und weil es noch andere Spezialfälle gibt, die man unterstützen kann in Datenbanksystemen bei sogenannten funktionalen Abhängigkeiten. Führt jetzt auch zeitlich zu weit. Quintessenz für Sie ist, immer wenn ich garantieren kann über das Schema, wenn ich darüber argumentieren kann über das Schema und über die Attribute, dass die anderen Attribute auch eindeutig sind, dann darf ich das machen. Und es macht manchmal Sinn, das zu machen. Über den Schlüssel zu gruppieren macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja? Aber da es halt manche Leute machen und es semantisch zu keinem Problem führt, hat man diese Ausnahme hinzugefügt. Ja? Das kann man sich fragen, warum, aber ja. Also Leute machen die verrücktesten Sachen mit SQL. Genau. Das zu den Fragen. Genau, also wir rollen jetzt nochmal das Statement nach und nach auf und ich zeige Ihnen nochmal den Unterschied zu Having. Ich mache das jetzt auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Also wir haben jetzt nochmal hier aufgerollt das ganze Statement nach und nach. Und dann zeige ich Ihnen gleich nochmal in der zweiten Variante, wie man das auch anders darstellen kann.
Fangen wir mal an. Also wir hatten angefangen mit unseren Mitarbeitern. Das sind die 7 Mitarbeiter. Die sehen so aus. So, jetzt filtere ich mal alle raus, die das Gehalt echt größer 40.000 haben. Und da kommen wir so raus. Ja? Also hier der 15.000er fliegt weg, der 37.000er fliegt weg. Noch einer? Nee, das ist Wahnsinn. Genau, jetzt fange ich an zu gruppieren in diesem nächsten Statement. Und ich habe hier auch Aggregatfunktionen hinzugefügt. Sonst funktioniert das nicht. Da komme ich bei dieser Sache raus. Das macht die Gruppierung und dann komme ich bei dieser Sache raus. Man kommt als letztes das Having. Das heißt, hier habe ich eine Bedingung an die Gruppen, die hier oben entstanden sind. Dieses Having wird direkt ausgeführt auf die Gruppen hier. Und hier ihr könnt zum Beispiel auch, das ist vielleicht noch ganz wichtig zum Verständnis, hier kann auch eine Aggregatfunktion stehen, die im Select nicht vorkommt. Also ich könnte genauso gut hier das hier machen. Alles gut. Ja. Zack, ja, hier wird das Average überhaupt nicht übernommen in die Ausgabe, in die Projektion. Trotzdem habe ich es hier als Bedingung benutzt. Das ist legal und erlaubt. Und jetzt im Folgenden stelle ich diese Anfrage nochmal dar durch eine sogenannte Unteranfrage. Was machen wir hier? Also wir haben nochmal hier diese Gruppierungsanfrage von oben dargestellt. Und was ich hier eigentlich machen will, ist, ich habe eine Bedingung an diese Tupel. Und jetzt könnte ich auf die Idee kommen, naja, also eigentlich, wenn ich das Ganze, was hier rauskommt, als eine Tabelle auffasse, als eine Relation mit irgendwelchen Tupeln, ja, das ist ja nichts anderes, was hier rausfällt, dann könnte ich mir ja diese Tabelle auch folgendermaßen hinschreiben. So, bin wieder da. Folgendermaßen hinschreiben, indem ich sage, okay, ich mache draußen, also ich mache hier 2 Anfragen. Wie Sie hier sehen, hier gibt es 2-mal ein Select. Hier gibt es einmal das hier, das ist genau der gleiche Text, der hier oben steht. Habe ich hier reinkopiert in das From. Und ich habe hier drumherum nochmal ein Select Star From geschrieben. Das heißt in SQL, ich habe hier eine sogenannte Unteranfrage hingeschrieben. Und wie wird das jetzt ausgewertet? In diesem Fall ist es relativ einfach, weil das hier wird konzeptuell ausgeführt, wie oben auch. Das heißt, hier entsteht eine Tabelle, nämlich diese hier. Diese Tabelle wird jetzt in diesem äußeren Statement, Select Star From, benutzt wie jede andere Tabelle auch. Also wenn ich das jetzt hier ausführe, kriege ich genau das gleiche aus wie oben. Das sieht erstmal unspektakulär aus. Ja? Aber aus Sicht dieses äußeren Statements habe ich jetzt eine Relation benutzt, eine Tabelle benutzt, wie jede andere Relation auch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Tupel hier rausfiltern will aus dieser Relation, kann ich das jetzt auch durch ein Where machen in der äußeren Anfrage. Und genau das mache ich hier, ja, indem ich hier jetzt sage, hier muss ich noch einen kleinen Trick machen. Hier habe ich noch eine Umbenennung gemacht. Also was ich jetzt sage in dieser inneren Anfrage ist, okay, wir gruppieren mal, wie oben auch, und nennen in der Ausgabe dieses Aggregat, das durchschnittliche Gehalt, dem geben wir einen neuen Namen und nennen es Average Underscore Salary. Okay? Also Sie können das, wenn wir es oben gemacht hätten, ich kann das auch hochziehen. Machen wir es mal hier. Zack, ich kopiere es mal hoch. Sehen Sie nochmal einen Unterschied. Zack, das heißt jetzt Average Underscore Salary. Und das kann ich jetzt referenzieren in der äußeren Anfrage. Das könnte ich hier auch schon machen, ne? Indem ich sage, boom. Zack, Average Salary. So, ich rolle das mal wieder zurück. Und wenn ich das mache, kann ich jetzt natürlich diesen Filter, den ich oben durch ein Having ausgedrückt habe, in dieser äußeren Anfrage durch eine Where-Clause ausdrücken. Also jetzt kommt hier diese Bedingung, Average Salary größer 52.000. Wenn ich das ausführe, kommt genau das raus. Und das ist genau das Ergebnis, was wir oben schon hatten. Also wenn wir mal zurückgehen, wo war unser Having denn? Hier war das Having. Also hier hätten wir genau das Gleiche berechnet. Also im Grunde, was ich hier mache, ist diese Aggregation, dieses Gruppieren und dann das Aggregieren der einzelnen Gruppen habe ich hier praktisch nachgebaut, indem ich gesagt habe, also ich habe die Gruppierung und Aggregation selber habe ich nicht nachgebaut, die mache ich genauso wie vorher, aber das Filtern auf den Gruppen habe ich hier nachgebaut, indem ich gesagt habe, hey, liebes SQL, was immer hier rauskommt als Anfrage, tu doch mal so, als wäre das eine ganz normale Tabelle, eine ganz normale Relation und für und das schafft mir dann die Möglichkeit, hierauf dann eine Where-Bedingung hinzuschreiben. Ne? Außen, in dieser äußeren Anfrage. Also das hier bis zur Klammer. Und von der Klammer weg nennt man die äußere Anfrage.
Und das hier innen drin ist die innere Anfrage. Und nochmal, konzeptuell heißt das für die Ausführung, das wird ausgeführt, da kommt irgendeine Relation raus. Und für diese äußere Anfrage sieht es aus, als wäre das Innere eine ganz normale Relation. Also dieses äußere SQL-Statement muss gar nicht wissen, dass hier innen irgendein SQL ausgeführt wird. Das kann komplett versteckt werden, konzeptuell an dieser Stelle. Ja, also so viel zu diesem Having. Schauen Sie sich das nochmal an. Ich habe das hier auf der Folie nochmal ein bisschen hingeschrieben, im dicken Warnhinweis auch, dieses Having mit dem Where bitte nicht zu verwechseln. Gut, damit kommen wir zu einem anderen Konzept, was wir auch schon in der relationalen Algebra benutzt haben. Sie haben nämlich im Übungszettel, wir können vielleicht auch nochmal den Übungszettel aufmachen an dieser Stelle. Ja, vielleicht eine Idee, dass wir nochmal sagen, CMS, wo ist unser Übungszettel? Die Materialien, zack, da war doch was, Übung 2 meine ich nämlich. So, da war nämlich dieser Effekt, genau, hier, da kam auch die, ja, das ist das, was ich meine, das ist unser Übungszettel und da sehen Sie schon, hier wurden ja so Abkürzungen definiert, hier habe ich gesagt, oh, jetzt, diese Ausdrücke werden ja so sperrig hier, das ist so ein Ausdruck in relationaler Algebra, das ist ja nur ein Join mit einem bisschen Filter, auf diese Relation verkaufen, aber das fängt schon an, sperrig zu werden. Da sage ich mal, okay, ich definiere mir meine Abkürzung dafür. Ich sage mal, das ist ein Alias. Ja? Und das Ding kann ich dann hier weiter benutzen in der nächsten Anfrage. Und hier unten haben wir die extreme Variante davon, nämlich gesagt habe, hey, ich habe hier mir mal definiert R1, damit meine ich diesen Ausdruck, R2 meine ich diesen Ausdruck und so weiter und so fort. Und die habe ich irgendwie ineinander verschachtelt, damit es noch halbwegs übersichtlich ist. Und diese Definition in relationaler Algebra kann ich auch in SQL machen und die heißen Sichten oder View im Englischen. Und das gucken wir jetzt im Folgenden mal an, wie das funktioniert. Also, was ich jetzt machen kann ist, und da muss man jetzt ein bisschen Syntax wieder lernen, ich kann mir sogenannte Sichten, create a view, da ist ein Typo, create a view. Was ich sage ist folgendes, also ich will mir eine Sicht erzeugen, also genau diese Definition vom Übungszettel, die soll diesen Namen haben und die ist so definiert. Also das ist praktisch jetzt hier wie das Gleichheitszeichen auf dem Übungszettel und rechts steht die Definition dieser Sicht, also irgendein SQL-Statement. Und was ich jetzt machen kann im Folgenden ist, ich kann einfach... ich kann einfach hier diesen Handle, diesen Namen der Sicht benutzen, als wäre es eine Relation. Ja, also wenn ich jetzt sowas mache hier, ich führe das mal aus, jetzt kennt das Datenbanksystem diese Sicht und warte mal, wie machen wir es hier, sind wir schon bei den Übungen. Wenn ich jetzt sage, ich könnte jetzt einfach sagen, select Star from, nicht prim, sondern from highly paid employees, dann wird da was ausgeführt. Ja, da wird hier praktisch, das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie oben hatten, dass, ich zeige es Ihnen mal im Detail. Also im Grunde, was passiert, ist jetzt Folgendes, was im Datenbanksystem passiert. Ich schreibe das mal in groß, hier geht wieder das Syntax-Highlighting nicht, warum auch immer. Also Groß- und Kleinschreibung ist in SQL natürlich egal. So, highly paid employees. Was passiert an dieser Stelle, wenn ich dieses Statement absetze? Das Datenbanksystem wird versuchen, das hier aufzulösen, diesen Namen. Ja, das wird erst in der Liste der Tabellen nachgucken, dann wird es sehen, oh, ich habe gar keine Tabelle, die so heißt, was mache ich damit? Dann wird es gucken in der Liste der sogenannten Sichten und wird sehen, oh ja, tatsächlich, ich habe so eine Sicht hier, die ist hier bekannt gemacht worden. Was passiert dann? An dieser Stelle wird einfach ganz blöd dieser Text hier, also die Definition dieser Sicht, wird hierhin kopiert. So, das heißt, das Datenbanksystem hat jetzt das hier und führt dieses Statement aus. Mehr passiert denn nicht. Das heißt, auch wichtig für Sie zu verstehen, an dieser Stelle, wenn Sie diese Sicht definieren, da wird dieses Statement hier rechts überhaupt nicht ausgeführt. Das wird nur dem Datenbanksystem bekannt gemacht. Im Datenbanksystem wird gesagt, hey, wenn du jemals in die Situation kommst, dass irgendjemand
eine Relation Highly Paid Employees definiert in der Anfrage, dann ersetze diese Relation einfach durch diese Anfrage, so wie ich es hier gemacht habe. Ja? Also einfach dieses Ding hier ersetzen durch die Definition, dann wird das ausgeführt und dann kommt diese Anfrage raus. Ich habe sie nochmal dick hier hingeschrieben und das heißt nicht, dass bei diesem Create View, dass man diese Anfrage wirklich ausführt. Was man dann auch machen muss bei diesen Definitionen von Sichten ist, das ist relativ wichtig. Also das ist auch wieder so ein, muss man gucken, je nach Datenbanksystem ist es mal so und mal so. Ich schreibe immer davor, drop view if exists highly paid employees. Also wenn man das mehrfach ausführen kann, kann das sonst zu Problemen führen. Du kannst mal ausprobieren, wenn das hier rausnehmen, ob er das macht an dieser Stelle. Nee, ja, also hier versuche ich eine create view zu machen und da sagt mir das Datenbanksystem, nee, sorry, das Ding existiert schon, deswegen, ups, lösche ich die vorher nochmal. Falls sie existiert, wird sie gelöscht und dann lege ich sie hier nochmal direkt neu an. Ja, und diese Sichten würde ich Ihnen dringend empfehlen, genau wie bei der relationalen Algebra, machen Sie ausgiebig Gebrauch davon. Das ist ein ganz tolles Werkzeug, was Ihnen Übersicht schafft, was Ihnen hilft, große Anfragen zu stellen, die aber dann viel kleiner aussehen. Und natürlich können Sie auch Sichten definieren, basierend auf anderen Sichten. Das können Sie dann beliebig schachteln. Das ist überhaupt kein Problem. Und denken Sie daran, wie das unten drunter ausgeführt wird. Machen Sie sich erstmal keine Sorgen. Die guten Datenbanksysteme kommen damit zurecht. Und da gibt es überhaupt keine Performance-Probleme. Ja, vielleicht noch kurz als Fußnote dazu, bevor wir wieder an die Fragesession kommen. Sie werden, wenn Sie auch im Internet gucken, dann werden Sie sehen, dass Sichten manchmal missverstanden werden. Also es gibt diese Sichten, wie ich sie Ihnen hier erklärt habe. Create View, Sicht kreieren. Und das ist eine sogenannte dynamische Sicht. Das heißt, diese Definition wird nur verwendet, wenn ich wirklich ein Statement habe, was das auch benutzt, ja? Genau wie ich es eben erklärt habe. Es gibt aber auch sogenannte materialisierte Sichten, auf Englisch Materialized Views. Und das ist ein anderes Konzept. Da definieren Sie auch eine Sicht. Also da würden Sie typischerweise in einem Datenbanksystem schreiben, Materialized View. Ich glaube nicht, dass SQLite das kann. Nee, kann es nicht, aber andere Systeme können das. Und was bei solchen Sichten, bei solchen Definitionen von Sichten passiert, ist, dass dieses Statement wirklich ausgeführt wird und das Ergebnis vorgehalten wird. Also meinetwegen auf Festplatte oder im Hauptspeicher wird es gespeichert und vorgehalten. Und dann sind Sie natürlich in der Situation, wenn Sie sind wie hier, Sie haben ein Statement und würden hier drauf zugreifen, dann brauchen Sie das Statement nicht mehr ausführen, weil Sie haben das Ergebnis ja schon vormaterialisiert, sondern nur noch direkt hier einsetzen und damit arbeiten in der Anfrage. Ja? Also Sie sparen sich den Aufwand, das nochmal zu berechnen. Das war eine wichtige Technik, die man insbesondere in den 90ern verwendet hat. Ich kann Ihnen heute nur ganz dringend empfehlen, lassen Sie die Finger von materialisierten Sichten, weil das Konzept hat mehrere Probleme. Ich sehe keinen Fall, wo das heute wirklich nötig ist. Also außer vielleicht, Sie haben wirklich eine Datenbank von der Größe von der NSA. Ja? Oder weiß ich nicht. Dann kann es sein, dass es Sinn macht, bestimmte Sachen damit zu machen. Aber also braucht man nicht. Vergessen Sie es. Ja? Sie müssen sich behalten, wenn Sie eine Sicht definieren, eine dynamische Sicht, dann wird das einfach als Text eingesetzt und dann dynamisch ausgeführt. Da wird nichts vormaterialisiert. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur mal, damit, dass ich es erwähnt habe, dass es möglich ist. Genau. Ja, so viel mal zu SQLite. Also SQLite oder ein paar Features von SQLite, einer Datenbank, die man relativ leicht in Jupyter Notebooks laufen lassen kann. Hier kommt noch eine Anfrage rein. Gucken wir die mal an. Fangen wir mal mit der unteren an. Werden die Views in der Datenbank selbst gespeichert oder sind diese benutzerabhängig? Also wie gesagt, es wird nur die View-Definition gespeichert. Diese Zuordnung wird gespeichert, dass hier praktisch das hier assoziiert wird mit diesem SQL. Das wird natürlich auch in der Datenbank gespeichert. Das ist ein anderes Thema. Also wie speichert dann die Daten zum Beispiel Informationen über das Schema ab? Das passiert auch in der Datenbank, in einer Metadatenbank, dem sogenannten Katalog. Also alles, was Sie definieren an Relationen und Typen und Views, das wird alles auch in der Datenbank gespeichert, aber in einem speziellen Teil, diesem Katalog heißt das.
Und das kann man auch benutzerabhängig machen. Also da kann man über Zugriffsrechte alles Mögliche, also man kann innerhalb eines Systems verschiedene Datenbanken haben und sie sehen nur ihre und die anderen sehen die anderen nicht und so weiter. Das ist alles möglich. Das ist ein Riesenthema, kann man beliebig konfigurieren. Genau. Und sonst wäre damit gefrühstückt. In der Variante mit äußeren Anfragen ist es aber nicht möglich, Aggregatfunktionen, die nicht im Select vorkommen, wie im Having, oder was? Ist aber nicht möglich, Aggregatfunktionen zu verwenden, die nicht im Select vorkommen. Ja, man muss aufpassen, dass die Aggregatfunktionen noch definiert sind. Wenn wir uns mal angucken, wo war denn unser linker äußere Join? Also die Kombi hat ich Ihnen gar nicht gezeigt, ne? Mit linkeren äußeren Join. Es ist aber nicht möglich, Aggregatfunktionen, die nicht im Select vorkommen. So hundertprozentig verstehe ich Ihre Frage, muss ich sagen. Nicht im Select vorkommen. Boah, vielleicht kommen Sie nochmal in Discord hinterher. Erklären Sie mir das nochmal detailliert, was Sie damit meinen. Ja, können wir gerne nochmal im Discord. Wie gesagt, ich habe eine Sprechstunde im Discord immer nach der Vorlesung. Viertelstunden Professorensprechstunde. Nicht für Vagrant und so, aber konzeptuelle Sachen, Fragen zu Folien, Anmerkungen zu Folien und so weiter und so fort. Ja? Besprechen wir das da. Gut, also so viel zur Gruppierung und Aggregation. Gucken Sie sich das bitte an. Das ist wirklich wichtig. Da bauen wir nächste Woche drauf auf, insbesondere auch die Sichten. Und hier haben wir wieder eine Übung gemacht, wo Sie ein paar Sachen in SQL mal ausprobieren sollen. Wir haben sogar Testfälle geschrieben, wo wir dann überprüfen, ob Sie das Richtige gemacht haben. Das kann man natürlich einfach machen, indem man Ergebnisse voneinander abzieht. Genau, das schauen Sie sich bitte an. Das ist die Übungsaufgabe für nächste Woche. Ja, noch abschließend heute möchte, nee, das ist nicht eine Übungszettel, den wollte ich nicht haben. Möchte ich noch ein bisschen was zu sagen zu dem sogenannten Anfrageoptimierer. Ich habe es schon ein bisschen angerissen. Also ich habe immer gesagt, SQL ist ja nur deklarativ. Ja, das sagt nur, was ich haben will. Aber letztendlich führt das natürlich zu so einer Frage wie, ja, wie führe ich denn SQL aus? Wie optimiere ich das? Wie mache ich das schnell? Und das ist ein sehr ähnliches Problem, wie Sie es vielleicht schon aus einer Programmiervorlesung wie PROC 2 bei uns kennen. Also Sie haben C++ und wollen das übersetzen in effizienten Binärcode. Das macht ein Compiler und da ist ganz viel Magic drin, ganz viel Wissen und Technologie, damit das wirklich effizient funktioniert. Und das ist in Datenbanken ein ganz ähnliches Problem. In Datenbanken haben wir unser SQL und müssen es in effizienten Binärcode übersetzen. Und das ist ein Riesengebiet, Riesenforschungsgebiet, kann man tausend Sachen machen. Also ein ganz langes Thema. Und da werden wir auch noch 2 Wochen uns mit beschäftigen, um nur mal so die wichtigsten Konzepte kennenzulernen, was da passiert. Aber Grundaufgabe dieses Anfrageoptimierers, und der ist in fast jeder Datenbank drin, so ein Anfrageoptimierer, der versucht halt, das bestmögliche, schnellste Programm zu finden. Der Unterschied zu C++ ist bei uns in Datenbanken, ist, dass so ein SQL viel domainspezifischer ist. Also einige Sachen sind einfacher. Sie haben nicht beliebige C++-Programme, die Sie übersetzen wollen. Das C++-Programm kann irgendwas sein und der Compiler muss das immer richtig machen und eine vernünftige Lösung finden. Wir sind etwas domainspezifischer, das heißt, bei uns geht es ja immer darum, irgendwelche Daten zu verarbeiten, zu verbinden, Relationen zu verbinden und so weiter und so fort. Das macht es teilweise einfacher, teilweise aber auch schwieriger, weil insbesondere bei großen Datenmengen wir oft in das Problem reinrennen, dass wir vernünftige Statistiken über die Daten brauchen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also es gibt eine Reihe von technischen Herausforderungen, die wir auch dann noch ein bisschen angucken wollen, damit Sie ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was da passiert. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Joins haben, können Sie sich überlegen, ja, was ist denn die richtige Join-Reihenfolge? Join ich erst A mit B und dann das Ergebnis mit C oder erst B mit C und dann mit A? Und je mehr Relationen Sie haben, desto größer ist der Entscheidungsraum. Dann eine ganz wichtige Frage ist, welche Datenstrukturen wollen wir denn benutzen? Datenstrukturen, die heißen bei uns Indexe. Also wenn Sie an Datenstrukturen denken wie Hash-Tabellen, binäre Suchbäume und so weiter. Das wird alles versteckt in SQL. In SQL sehen wir das nicht, in der Anfragesprache zumindest. Und das Datenbanksystem muss aber hier die richtigen Indexe benutzen. Und da muss natürlich immer das richtige Ergebnis rauskommen und es muss immer eine gute Entscheidung sein. Also die ganze Frage, welche Algorithmen benutze ich denn, um Effizienz und SQL umzusetzen? Weitere Fragen sind die Ausführungskosten von dem Plan schätzen. Also wir müssen, wenn wir
SQL übersetzen, dann gibt es oft alternative Programme. Also wir haben hunderte von verschiedenen Programmen, die das gleiche Ergebnis berechnen und wir müssen das Effizienteste nehmen, das Schnellste und das müssen wir schätzen. Von welchem Programm erwarten wir dann, dass das Schnellste ist? Und dann dieser ganze Hardware-Aspekt. Also Datenbanken hat extrem viel damit zu tun, die Hardware gut auszunutzen, das Betriebssystem vernünftig auszunutzen, damit das Ganze extrem effizient wird. Und das ist ein Punkt, in dem sich Datenbanksysteme ganz extrem unterscheiden. Also wenn jemand sagt, diesen Satz, den ich vorhin schon gezeigt habe, gehen wir mal zurück, ich hatte Ihnen das gezeigt, wo war das denn? Ich muss mal kurz zurück zu der Folie, wo war sie hin? Blablabla, so. Genau, diesen komischen Satz, SQL und insbesondere Joins sind langsam. Das ist genau diese konzeptuelle Verwirrung, die hier entsteht. SQL ist nicht langsam, aber was langsam sein kann, ist die Umsetzung in ein effizientes Programm. Da unterscheiden sich die verschiedenen Datenbanksysteme und da werden wir uns die nächsten Wochen noch ein bisschen mit beschäftigen. Also obwohl ich denke, wo ich eigentlich denken würde, ich schreibe mein SQL hin und das wird effizient umgesetzt, ist es dann doch langsam und das liegt dann nicht am SQL, sondern am Anfrageoptimierer, der unten drunter liegt oder an anderen Eigenschaften des speziellen Systems. Und das ist das Problem, was da passieren kann. Aber wie gesagt, da haben wir nochmal separate Vorlesungen zu. Ja, damit hätten wir für heute geklärt erstmal, was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter. Also die Motivation war dieses Buch von Andreas Eschbach. Wir haben jetzt geklärt, wie stellen wir so komplexe Anfragen in Daten. Das machen wir mit SQL und das machen wir unabhängig davon, wie groß die Datenbank ist. Sie nehmen immer SQL. Das SQL ist immer das gleiche, für kleine oder für große Datenbanken. Das sieht immer genau gleich aus. Die ganzen Performance-Sachen sind unter der Motorhaube versteckt. Und nächste Woche werden wir uns dann anschauen, basierend auf dem, was wir heute gemacht haben, komplexere SQL-Statements. Die brauchen wir, um das Szenario aus dem Buch von Eschbach nachbauen zu können. Also das Szenario, was auf den, ich glaube, ersten 40, 42 Seiten erklärt ist von Eschbach, werden wir eins zu eins nachbauen und diskutieren. Wir werden noch ein paar weitere Beispiele uns angucken und werden uns auch Gegenmaßnahmen gegen solche Problematiken angucken, also die ganzen ethischen Aspekte. Weiterführendes Material, wie bei den letzten Vorlesungen auch. Es gab für eine alte Iteration der Vorlesung, hatte ich sehr, sehr viele Videos gemacht zum Thema SQL. Die gibt es immer noch auf YouTube, können Sie sich angucken. Also Sie könnten sich zum Beispiel, was ist hier verlinkt auf den Folien, Sie können zum Beispiel hiermit anfangen, ganz einfaches Select from where, Order by, verschiedene andere Statements habe ich nochmal erklärt. Also die Liste ist viel länger, Sie müssen sich da nicht alles angucken. Nur falls Sie nochmal eine alternative Erklärung haben wollen, natürlich können Sie auch gerne in das Buch von Kemper und Eichler reingucken. Das ist so der Klassiker im Datenbankbereich. Beziehungsweise, wenn Sie nach irgendeinem SQL-Statement googeln, kommen Sie auch relativ schnell auf entweder allgemeine Erklärungen oder auf die SQL-Erklärungen des einzelnen Systems. Wie ich Ihnen gesagt hatte, macht das manchmal einen Unterschied, dass die einzelnen Systeme kleine Feinheiten mal anders implementieren, als man das eigentlich denkt. Deswegen lohnt es sich oft, direkt da reinzugucken. Also jetzt in einem Jupyter-Notebook gucken Sie direkt nach der SQL-Dokumentation von SQLite, dem Datenbanksystem SQLite. Wenn wir andere Systeme benutzen, zum Beispiel Postgres, dann würden Sie nach Postgres gucken. Soweit zu SQL. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein bisschen näher bringen. Wir können jetzt noch eine Frag-Jetzt-Session machen, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil der Vorlesung. Also ich warte mal noch einen Moment, ob noch was kommt über Frag jetzt, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten bin ich auch in Discord verfügbar direkt nach der Vorlesung. Ich frage meinen Cheftutor, ob es Fragen gibt. Also keine Fragen, okay, dann sehen wir uns nächsten Donnerstag 10:15 Uhr, alter Frische wieder. Bis dann, machen Sie es gut.